Hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ich nehme euch heute mit zur Einweihung einer neuen Stromtankstelle in Bremen-Nord, und zwar bei Edeka Damerow. Dort gibt es heute eine Ladeparty und es werden viele E-Autos erwartet. Der Ortsbürgermeister, genannt in Bremen Ortsamtsleiter, wird eine kleine Ansprache halten und ich werde vielleicht die erste symbolische Ladung Strom entgegennehmen. Also ich nehme euch dann jetzt einmal mit zur Ladeparty der neuen Stromtankstelle bei Edeka Damerow. In hier fand ich lustigen Chrom im Gang. Das nennt sich Ladeparty. Sie sind in Logi, zu hoch zu kommen und aus der B zu lusten und der B zu sehen, der B zu sehen, denn wie dort wird abgemacht. Wenn ihr das jetzt verstanden habt, dann kommt ihr aus Norddeutschland. Jo. Ja, sagen wir es mal so, Bremen hat ja bereits vor 110 Jahren Elektroautos mit Batterien gebaut, aber ich pflege immer zu sagen, tja, das war noch übrigens vor Herrn Bomper, ich pflege immer zu sagen, die Pläne hat jemand in die Schublade gelegt, gut abgeschlossen und der Schlüssel war lange, lange Zeit verloren. Und der Damerow hat nun rechtzeitig erkannt, jo, wenn die Autos noch kommen, dann bin ich dabei, ich mache die Tankstelle auf. Bitte einen Applaus für Herrn Dornstedt. Ja, vielen Dank, Christine Renken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir im Fegesack können glücklich sein, dass wir mit Frank Damerow einen Unternehmer im Stadtteil haben, der auf die Zukunft setzt. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und der Erfolg wird Ihnen recht geben, Herr Damerow. Ohne EWE geht ja gar nichts. Und deswegen freuen wir uns, dass Herr Kossendey vom EWE jetzt ein paar Worte zu uns sprechen wird. Bitte einen Applaus für Herrn Kossendey von EWE. Dankeschön. Ja, fängt schon mal gut an. Auch ich möchte mich bei Herrn Damerow bedanken für die Einladung zu dieser Ladeparty. Ich arbeite bei EWE im Vertriebsmanagement und hatte auch das ein oder andere Telefonat oder die Nachfrage per E-Mail. Es ist schön, dass es jetzt alles geklappt hat. Es ist auch schön zu sehen, wie Herr Damerow leidenschaftlich hinter dem Thema Elektromobilität steht. Das ist natürlich auch der Ansatz, den wir haben in der Kooperation zusammen mit Edeka. Leidenschaft für das Thema Elektromobilität und Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit. Edeka und in diesem Fall Herr Damerow tragen einen großen Teil dazu bei, zu der Nachhaltigkeit der Zukunft. Denn die Frage ist nicht, ob Elektromobilität kommt, sondern die Frage ist, wann die Elektromobilität kommt. Ja, in Deutschland gibt es knapp 7500 Ladesäulen und eine steht jetzt hier bei Ihnen auf dem Parkplatz. Vielen Dank dafür. Bitte einen Applaus für den Initiator, für den Tankwart der Zukunft, für Herrn Damerow. Ja, vielen Dank, Frau Renken. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, so viele Elektroautos gekommen sind, auch die Vertreter der Presse so zahlreich erschienen sind. Das gibt die Aufmerksamkeit, die das Thema auch verdient hat. Das nimmt in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich ordentlich an Fahrt auf. Und mein nächstes Auto wird auf jeden Fall auch ein Elektroauto sein. Wir haben auch noch Präsente für die E-Mobilisten. Und ja, die möchten wir ganz einfach auch schon mal gerne übergeben. Da ich weiß, wem das erste Fahrzeug hier gehört, ist Dennis Wittus. Ich nehme ganz zum Schluss. Erst die mit nur der Weiter. Ganz zum Schluss, okay. Bitte. Ja. Oh, das ist ja toll. Oh ja, wie? Aus Hannover. Ja. Oh, fantastisch. Hauptstadt. Danke fürs Kommen. Genau, aus Rendsburg, aus Schleswig-Holstein. Die weiteste Anreise heute. Obwohl mit Hannover ist auch schon sehr weit, also schon ganz ordentlich. Sehr gut, aus Oldenburg. Danke fürs Kommen. So, hier, aus Bremen-Nord. Aus Bremen-Nord. Der lokale Vertreter hier, genau, super. So, aus Bremen-Nord, der Kameramann hier. Ja, das bin ich. Danke fürs Kommen. Herr Libera war übrigens auch derjenige, der mich als erstes hier drin angesprochen hat, hat gesagt, Mensch, Herr Damerow, Sie machen so viel mit Bio-Lebensmitteln, Sie machen so viel mit regionalen Produkten in Ihr Sortiment oder auf Ihrem Parkplatz, da würde sich eine Elektro-Tankstelle gut tun. Und dann war es nur ein paar Tage hin, dann gab es diese besagte Börse, und wo ich mich sofort gemeldet habe und dann auch wirklich sehr gedrängelt habe, dass es endlich losgeht. Und das hat für mich zu lange gedauert, aber ich freue mich, dass es jetzt endlich soweit ist. Dennis, dich möchte ich nochmal bitten,
den Rüssel noch mal reinzustecken, bitte. Ach, nicht den Rüssel. Stecker statt Rüssel, so heißt es. Ich habe hier auch eine SWW-Stromkarte. Elektromobilität, funktioniert das wirklich? Unser Thema. Ich darf hier jetzt Herrn Jakisch von der SWB am Mikrofon begrüßen. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie das ermöglicht haben, dass wir hier jetzt eine Säule stehen haben. Sie haben jetzt einiges neu gemacht in Ihrem Bezahlmodell. Können Sie uns das kurz erläutern? Also wir hatten das viele Jahre kostenfrei. Es waren noch nicht viele Fahrzeuge da und von der Seite her war es übersichtlich, auch von der Anzahl unserer Ladestationen. Und im Zuge der Erneuerung unserer Ladestationen und einem geplanten weiteren Ausbau bis auf 40 Stationen bis Ende des Jahres sind wir auch in ein Bezahlmodell eingestiegen. Irgendwie muss die Elektromobilität und die Ladeinfrastruktur auch mal auf Dauer ein bisschen... Das fällt bei mir auf fruchtbaren Boden, denn ich habe das schon mehrmals gesagt in meinem Blog, Strom muss auch was kosten, wird ja produziert. Also das soll jetzt nicht so klingen, als wäre das ein kritischer Vorwurf. Ja. Aber es würde ja auch andere Modelle geben. Es würde ja auch zum Beispiel in Frage kommen, dass man nach Zeit berechnet oder nach Kilowattstunden. Warum haben Sie sich für ein Flatrate-Modell entschieden? Im ersten Step ist das eine relativ einfache Regelung. Das heißt also, für Kunden mit einem Stromvertrag bei uns kostet das Flatrate-Tanken 12,50 Euro im Monat brutto. Und das ist eine relativ einfache Abrechnungsvariante. Und damit kann man im Grunde genommen das meiste abdecken. Die kilowattstundengenaue Abrechnung ist immer noch ein Problem von dem Eichrecht her, was nicht so ganz einfach ist. Und von der Seite haben wir uns eben für dieses Flatrate-Modell entschieden. Ich bin nun viel mit meinem E-Auto in Bremen unterwegs. Ich meine, ich kenne fast alle Säulen. Wie viel gibt es denn überhaupt von der SWB in Bremen aktuell? Also wir haben aktuell etwa 20 Säulen am Start. Wir sind dabei auszubauen. Die alten Säulen werden jetzt erneuert, um den neuen Ladesäulenstandard zu entsprechen. Und wir planen auch letztendlich einen moderaten weiteren Ausbau. Die Elektrofahrzeuge lassen ja immer noch von den Zulassungszahlen so ein bisschen zu wünschen übrig. Also die Zahlen, die mal angedacht sind, werden ja lange nicht erreicht. Und wir schauen immer so ein bisschen auch auf die Zulassungszahlen, dass wir also dann bedarfsgerecht auch den Ausbau vorantreiben. Noch sind noch nicht so viele unterwegs. Wie viele Elektroautofahrer gibt es denn in Bremen? Haben Sie da Zahlen? Plug-in-Hybridfahrzeuge oder reine Elektrofahrzeuge müssten bei 600-700 Stück sein in etwa. Aktuelle genaue Zahlen habe ich momentan nicht, aber das variiert ja auch ständig und wächst langsam an. Sie fahren auch ein Elektroauto, ein i3. Das ist ein Firmenfahrzeug, ja. Genau. Das ist bei uns im Pool drin. Wir stellen auch sukzessive um. Wir haben eine große Bandbreite an Elektrofahrzeugen bei uns im Pool, die für die Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Unter anderem etwas ältere Mitsubishi IMEVs. Wir haben Renault Zoe, wir haben den BMW i3. Wir haben für etwas weitere Strecken Plug-in-Hybridfahrzeuge mit dem Audi e-tron. Und sogar unser Vorstandsvorsitzender fährt einen Opel Ampera schon seit langer Zeit. Ja, vielen Dank, Herr Jakisch. Gerne. Ja, und wir interviewen hier mal fleißig weiter, was hier die Leute motiviert hat, teils so wirklich weiter Anreisen in Kauf zu nehmen. Und dazu müssen wir mal den Jan Hinnack interviewen. Jan Hinnack, du kommst aus Schleswig-Holstein mit deiner Zoe hier angereist. Das ist genau. Doch ziemlich weit. Wie weit ist das? Lass mich mal ganz überlegen. Das sind so 240 Kilometer roundabout. 240 Kilometer Reichweite, das ist die alte Zoe. Damit kommst du so um die 150 Kilometer weit. Da musstest du zwischenladen, als du hierher gekommen bist. Ja, ich habe in Elsdorf an der Meierei zwischengeladen und ja. Mit einmal zwischenladen hast du es hierher geschafft. Ja. Und der Akku war ja noch halb voll, also daher, oder ein bisschen mehr sogar noch als halb voll. Und du bist rein elektrisch unterwegs? Rein elektrisch. Kein Benzinmotor, kein Dieselmotor, wie lange schon? Ja, seit knapp eineinhalb Jahren. Und was motiviert dich jetzt, hier durch die halbe Republik zu fahren, durch drei Bundesländer, durch vier Bundesländer, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, um hier an der Ladeparty teilzunehmen? Um auch den Leuten zu zeigen, Elektromobilität geht, auch über Landesgrenzen hinaus. Heiko, du bist der Ortsamtsleiter hier, wir kennen uns schon lange, hier Bremen-Nord ist ein Dorf, da duzt man sich. Heiko,
was bedeutet Elektromobilität für Fegesack? Wie siehst du die Zukunft da? Also Elektromobilität für Fegesack, erstmal ist es ein ziemlicher Neustart, will ich mal sagen. Insgesamt bedeutet Elektromobilität aber die Zukunft. Denn es gibt unterschiedliche Faktoren, die dafür sprechen, dass sich Elektromobilität ausweiten wird. Das eine ist das Endlichsein von fossilen Brennstoffen. Das heißt, Industrie und Energieversorger werden sich bemühen und müssen sich auch bemühen, nach alternativen Antriebsmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge zu suchen. Und Autohersteller müssen sich eben auch bemühen, geeignete Kraftfahrzeuge herzustellen, die dafür geeignet sind, dass man weg vom Verbrennungsmotor zum E-Motor geht. Frank, wie fällt dein Fazit zur Ladeparty aus? Bist du zufrieden? Ich bin absolut zufrieden. Es waren ja viele da und ich bin auch wirklich jetzt angeregt und angemacht, mir auch ein Elektrofahrzeug zu beschaffen. Wow! Da freuen wir uns ja noch viel mehr. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sitzen hier jetzt noch bei einer Tasse Kaffee zusammen und ihr habt gesehen, E-Mobilität, das funktioniert wirklich. Hier sind ganz viele Leute von ganz weit her gereist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann dürft ihr dafür auch einen Daumen hoch geben oder den Kanal abonnieren. Mein Name ist Dennis Witthus und das sind, wie ist euer Name? Elektroautofahrer. Das ist ein alter Gag von Ringo Starr, muss ich rausschneiden. Dann sagen alle durcheinander ihren Namen. Also, wir sagen jetzt alle zusammen tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.